Ich rast aus, Alter. Wie viele Steine kann einem dieses Spiel in den Weg legen? Hey, warte da. Gleiche Käsescheiße von vorne. Boss, hier oben ist jemand. Warum kommst du nicht runter? Lass uns mit den Jungs ein bisschen plaudern. Ich warte noch, Arschloch. Wir haben Gesellschaft. Mach dich fertig. Boah. Bester Wurf ever. Stirb doch mal. Ja, die können mich wieder von unten treffen, aber ich die nicht. Der letzte magische Schuss. Da waren doch noch mehr, oder nicht? Da hinten. Wer hat denn den niedergestreckt? Ui, war ich das etwa? Nee. Mich verarschen? Ich sehe, der andere schießt fleißig mit. Nicht? Ja, seit wann schießen die von da unten? Zeit für das Mistvieh, dass es jetzt auftaucht. Da hinten läuft er, ne? Ah, er schießt auf das Mistvieh, gut. Ja, wenn es jetzt nicht klappt, ne, dann ich deinstalliere das Spiel ohne Mist. Jetzt mache ich mir den Spaß gleich und gehe runter. Umso besser treffe ich das Vieh. Fuck. Boah. Das lief doch bis jetzt schon mal ganz gut. Komm her, du. Problem solved innerhalb von 20 Sekunden. Alter! Vorher mache ich mich hier übelst heiß.
ohne Mist. Da ich jetzt das Ding angezogen habe, kann ich ja mehr tragen, ne? Hihi. Looten. Ey, aber wirklich? Wie viel Pech kann man haben? Die ganze Zeit geht die Scheiße schief, ne? Hier die gegrillten. Es wird nichts verschwendet, es wird alles wieder verwertet. Ach hier, Molotov-Cocktail. Ist das vorhin explodiert, wo ich mal draufgetreten bin? So. Da oben war diesmal keiner, da auch nicht. Die eigentlich relativ schnell ausgeknipst, ne? Hopp. Ach, ich bin froh, dass es endlich geklappt hat. Ich dachte, ich kriege den Scheiß hier nie wieder tot. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Press. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Erstaunlich schlecht. Dass du auf unserer Seite bist. Klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde. Die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Oh, diese komische Troller, ne? Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Ach was. Er lebt. Ich bin ganz Ohr. Also Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Ja. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Ist ein Schnaps, wa? Bring dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und jetzt du wirst doch nicht dem, der Gatling in den Kopf schießen. Weil Mama Murphy es gesehen hat? Wartet, wartet, entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Naja, dachte ich mir. Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, du musst gehen. Okay. Ist er nicht weit von hier? Und da ich jetzt gut ausgestattet bin mit einem Fusionskern, der 50% Kapazität hat, mit dem ich wahrscheinlich 20 Meter laufen kann,
Mein Hund. Plopp. Ach, schön aus der Wand rausploppen. Wo ist der Rest? Wo ist mein Hund? Wir sind direkt hinter dir, Boss. Und muss ich jetzt da hoch und den holen? Jetzt nicht mehr ernst. Kann ich ihn pfeifen? Anpfeifen? Hallo, Hund, Hund, Hund. Jetzt muss ich wirklich nochmal da rein den Hund holen, oder was? Wartet kurz. Ist er nur ganz oben? Ich hoffe, sie sterben einfach auf der Straße, während ich versuche, meinen verdammten Hund zu retten. Dass ich mich langsamer bewege, ist natürlich realistisch, weil ich mich gar nicht mehr bewege. Okay. Scheinbar hat auch der tolle Anzug irgendwo seine Kapazität. Quatsch, Mann. Ich habe 77 Funktionszellen gekriegt, okay. Damit kann ich eine Weile auskommen. Reicht das jetzt? Ja. Ach, wenn der Hund jetzt nicht hier oben sitzt, ne, und ich bin alle umsonst hier hochgerannt. Schauen. Hauptsache, er kommt mir nicht direkt hinterher. Der ist ja schnell. So, wo ist denn... Karte. Sehe ich die anderen? Sehe ich die anderen hier irgendwo? Scheinbar nicht. Gehe? Kann ich nicht. Gab es ja nicht die Möglichkeit, sich zu. Ach hier, Maus 1, Schnellreise. Going! Ach hier.
Dum, dum, dum. Da sind ja alle. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Vielleicht. Ich bin zwischendurch einmal aufgewacht. Jemand hat meine Frau getötet und meinen Sohn entführt. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Oh, sind wir ein bisschen busy, ja. Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. So. Zuallererst. Erstmal in die Station hier rein. Transfer. Nein. Kann ich hier nicht. Muss ich die hier raus? Hey. Position halten. Uff. So, wie kann ich den denn jetzt... Ich dachte, ich kann den hier reinpacken. Erstmal muss ich gucken, was ich als... Ich bin ja so schwer beladen. Modell B. Haben wir den schon mal angefertigt? Oh. Torso. Was war denn da kaputt? Irgendwie die Arme, ne? Ich habe nicht genug Schaltkreise.